Hi Leute, heute gibt es meine Meinung über Lauren Lockman und seine Methoden. Okay, ich möchte mal heute in dem Video ein bisschen über Lauren Lockman erzählen, weil die Frage immer wieder aufkam und ich immer wieder mit Leuten drüber gesprochen hatte. Ich kenne einige, die da waren und deshalb dieses Video heute dazu. Also, wer Lauren Lockman nicht kennt, Lauren Lockman hat ein Fastencenter in Costa Rica, das Tanglewood Center. Und dort macht er seit, ich glaube mittlerweile schon Jahrzehnten, Fasten mit Menschen. Er begleitet sowieso schon seit Jahren, Jahrzehnten Menschen beim Fasten, beim Entgiften, bei der Reinigung des Körpers. Und teilweise sind seine Methoden etwas umstritten. Was er macht, ist lange Wasserfasten. Meist mindestens 1, 2, 3 Wochen komplette Wasserfasten. Nichts anderes. Das ist das, was er macht. Er hatte früher, auch mal erzählt, auch Saftfasten gemacht. Hat einfach gemerkt, dass es nicht so effektiv ist aus seiner Sicht. Und hat da schon zig Sachen ausprobiert. Und ich wollte jetzt einfach mal sagen, was ich von diesen längeren Fasten halte, was ich allgemein von ihm halte, auch erst nochmal. Ich möchte erstmal nochmal meinen Dank ihm gegenüber aussprechen. Und zwar, auch wenn ich nicht mit allem 100% d'accord gehe, oder beziehungsweise manchmal andere Wege gehe, was für Gründe das hat, erkläre ich gleich noch, heißt es nicht, dass ich nicht seine Arbeit schätze. Ganz im Gegenteil, ich erwähne ihn ja auch immer wieder. Kann es auch jedem nur empfehlen. Schaut mal auf seine Seite. Ich finde seine Videos unglaublich hilfreich. Er geht sehr klar immer nach der Natur. Sehr klar nach der Beobachtung. Schaut, was funktioniert. Was macht die Praxis. Und es ist klar, logisch. Es funktioniert. In dem Rahmen und je nachdem, was man machen möchte. Und darauf möchte ich jetzt eingehen. Und zwar, längere Wasserfasten sind meiner Meinung nach zum einen extrem, weil wir an einem extrem vergifteten Zustand sind. Allgemein, unsere Körper sind sehr stark vergiftet, sehr stark verunreinigt und sehr stark aus dem Gleichgewicht. Um mal dieses vergiftet Wort da, dieses Negative rauszunehmen, viele haben da was dagegen. Detox, Entgiftung ist das Gleiche. Detox hat dann wieder nicht so einen negativen Touch, aber es ist nun mal so, dass der Körper von uns ganz stark in ein Ungleichgewicht gekommen ist. Das ist Fakt, das kann jeder feststellen, wenn er das erste Mal zum Beispiel fastet und wenn er beginnt, den Körper zu reinigen, wenn er beginnt, in einen besseren Gesundheitszustand zu kommen, dann weiß er genau, was das bedeutet. Das muss man eben erfahren. Bringt jetzt nichts, wenn ich dir davon erzähle, beziehungsweise das, was ich dir erzähle, kann nur für dein Verständnis was bringen. Aber du musst es nachvollziehen, selber am eigenen Körper diese Erfahrungen machen. Es bringt auch nichts, wenn ich dir erzähle, wie es ist, Achterbahn zu fahren oder wie es ist, in eine Orange zu beißen. Ich kann dir das irgendwie so umschreiben. Das ist wie, wenn du eine Mischung aus Apfel, Birne hast, nur als Beispiel. Trifft jetzt nicht zu. Aber dementsprechend musst du die Erfahrung machen, den Körper reinigen. Dann braucht dir auch niemand mehr was erzählen. Das ist auch das, was ich weitergeben möchte in allem, was ich mache. Und die Methoden, die er anwendet, sind eben, weil er nimmt auch alles Esser. Er macht eben immer mindestens ein paar Wochen meistens. Auch die Leute, die ich kenne, die jetzt da waren, haben 21 Tage Wasserfasten gemacht. Und das ist eben sehr extrem, wenn man bedenkt, dass man davon eine Allesesser-Ernährung kommt, von einer Industriekost, von einer stark denaturierten, unnatürlichen, nicht artgerechten Ernährung.
Und dementsprechend sind die Entgiftungssymptome auch sehr, sehr heftig. Was nicht heißt, dass man das nicht machen kann und dass das nicht vielleicht eine schnelle Methode ist. Aber ich persönlich würde es nicht anwenden über so einen langen Zeitraum bei jemandem, wie gesagt, der jetzt von einer konventionellen Ernährung kommt. Und ich mache das auch nicht in meinen Retreats. Ich mache, wenn schon, sehr kurze Fasten, jetzt zum Beispiel auch, ich habe jetzt das Programm erst vom Herbstretreat geändert auf einen Fasten wieder, wird wieder Detox-Kurs geben. Anscheinend war das Angebot für euch. Das andere war nicht genug Nachfrage, einfach da. Und auch für einen höheren Preis, wo zwar mehr Programm mit dabei ist, aber anscheinend sind hier auf dem Kanal nicht genug Leute unterwegs, die daran interessiert sind. Und deswegen habe ich es auch wieder umgestellt auf einen Fasten. Ich stelle den Link auch nochmal unten drunter. Der ist jetzt nur so am Rand. Aber ich mache eben kurze Fasten dabei, 3 Tage bei den Retreats auch, weil selbst das schon für die Leute, die kommen, häufig zu viel ist. Und die dann abbrechen wollen, das Emotionale, das Psychische, das Unbewusste zu viel wird. Und ich fände es schön, dass es Menschen gibt, bei denen man sowas machen kann. Gerade für Leute, die entschlossen sind, dass es diese Möglichkeit gibt, mit der Umgebung, mit dem Rahmen, mit der Erfahrung begleitet zu werden. Aber, wie gesagt, Science Center steckt auch sehr viel Kritik ein, weil dementsprechend da kommen alle möglichen Menschen, die dann denken, sie machen hier ihr 40 Tage Fasten, ihr 30 Tage Fasten und dann sind sie so gut wie von allem geheilt. Und dem ist einfach nicht so. Man muss das schon ein paar Mal machen, man muss dauerhaft die Ernährung umstellen. Und gerade wenn dann solche Leute kommen und die Entgiftung sehr stark werden, wenn das Psychische, das Emotionale hochkommen, dann kommen, gerade wenn man da noch nicht gefestigt ist, noch nicht genug Erfahrung gemacht hat, nicht genug Stabilität, Beständigkeit hat in diesem Prozess und komplett erfahren und verstanden hat, wie gesagt, wie das geht, diese klare Sicht entwickelt hat, dann kommen so Sachen bei raus, dass die Leute die Entgiftungssymptome auf ihn abwälzen. Und ich persönlich hätte darauf keine Lust, mir so viel Kritik dann anzuhören von den Leuten, beziehungsweise es ist ja auch dann kontraproduktiv, weil Leute davon wieder abgeschreckt werden. Gut, die richtigen Leute, die eine klare Sicht entwickeln, die erkennen schon, dass da was dran ist, wie es funktioniert, machen solche Sachen, probieren da was aus, sind da offen. Und ganz wichtig, schieben, falls es nicht so ist oder falls Sie da in gewissen Punkten ein bisschen eine andere Meinung haben, schieben Sie es nicht auf denjenigen, der das anbietet. Darum das Erste, was ich bei meinen Retreats mache, ist auch immer eine Eigenverantwortlichkeit unterschreiben zu lassen. Weil wenn du nicht kapiert hast, dass du Eigenverantwortung für deine Gesundheit übernimmst, dann hast du sowieso keine Chance auf Gesundheit. Das ist immer eine Grundvoraussetzung. Wenn du nicht erkennst, dass es deine Handlungen sind, die dich dahin gebracht haben, wo du jetzt bist, und dass du was ändern musst, dann hast du sowieso langfristig keine Chance auf Gesundheit. Das ist der erste Schritt. Du musst erkennen, dass du Eigenverantwortung übernehmen musst, dass es deine Handlungen sind, deine Art und Weise, wie du lebst, wie du mit diesem Körper umgehst. Und Leute können dir dabei helfen vielleicht. Ron Lockman kann dir dabei helfen mit gewissen Methoden. Ich kann dir dabei helfen mit gewissen Methoden. Aber ich zeige dir nur den Weg. Das sind alles nur Wegweiser. Das sind Schilder, die sagen dir, hey, hier musst du links oder rechts gehen. Welche Entscheidung solltest du jetzt treffen? Aber gehen musst du den Weg selber. Die Erfahrung machen musst du selber. Dafür ist das Leben da. Ansonsten kannst du dich auch dein ganzes Leben lang in deinem Zimmer verschließen und Bücher lesen, komplett ohne sozialen Kontext existieren.
Das Leben findet nicht im Kopf statt, es findet in der Realität hier mit der Erfahrung statt. Dadurch finden wirkliche Lernprozesse statt. Und dementsprechend, ich wende es nur nicht an, ich empfehle immer eine langsame, schrittweise Reinigung vom Körper, weil ich auch mehr eine breite Masse geben möchte noch, mehr an dem Punkt ansetzen, vom Alles-Esser auch, dass jeder diesen Weg gehen kann. Natürlich dann auch, wenn man eben im Detail ist, da schon weiter drin ist, auch mit der Rohkost schon mehrere Jahre weiter ist, dass man da weiter die Erfahrung machen kann, wie bekomme ich den Körper besser ins Gleichgewicht, wie kann ich da an diese alten, verdrängten psychischen und emotionalen Sachen auch noch rankommen. Und dementsprechend, ich denke, Wasserfasten ist eine wunderbare Methode, wenn man dazu gewillt ist, wenn man schon eine gewisse Stabilität entwickelt hat. Aber ich würde es nicht empfehlen am Anfang und vor allem nicht für die Masse der Leute. Das sind ganz wenige, auch ganz wenige Leute, mit denen ich Kontakt hatte, für die das was ist. Gerade so extrem und so lange. Die meisten sind auch in einem Gesundheitszustand, wo der Körper gar nicht das Energielevel hat, dass er mit Wasserfasten so gut klarkommt, weil das Energielevel dabei einfach noch niedriger ist. Und dann würde ich lieber mit Saftfasten beginnen oder mit kürzeren Fasten einfach. Eben das Erste, was ich mache, ist immer ein Frühstücksfasten. Könnt ihr euch auch die Lektion im Happy Life Kurs, ist auch unten drunter in der Infobox verlinkt, kostenlos anschauen, so ein leicht in den Start, in den Tag zu starten. Ist so wichtig, dass du den Körper jeden Tag entlastest und dann diese dauerhaften Kontinuität reinbringst über Jahre. Die ganzen Organe müssen sich über Monate, Jahre wieder richten. Diese ganzen Deformationen von den Organen, die Anschwellungen vom Darm, die Divertikel und so weiter, diese Ausbuchtungen im Darm, die müssen sich über die Jahre wieder regenerieren. Und es passiert nicht von heute auf morgen. Und dementsprechend, wie gesagt, Fazit technisch nochmal, ich halte seine Methoden für möglich, sinnvoll für die richtigen Leute. Ich persönlich würde es nicht machen. Wie gesagt, weil wenn da Leute kommen, die nicht stabil genug sind, habe ich keine Lust, dass jemand das auf mich schiebt und die Methoden in Verruf bringt. Ich wende das auch manchmal an, gewisse Sachen. Ich schaue aber individuell, wie gesagt, auch bei den Retreats. Ich beginne da häufig mit Wasserfasten. Viele machen da auch 3 Tage Wasserfasten. Ist ja auch noch ein kurzer Rahmen, 3 Tage Wasserfasten. Aber wenn ich merke, dass das psychisch-emotional bei den Leuten zu viel wird, dann pushe ich das nicht unnötig. Ich lasse die Leute so weit gehen, wie sie möchten und schaue dann lieber zu vermitteln, dass die Nachhaltigkeit eben das Allerwichtigste ist, die Kontinuität, die Dauerhaftigkeit. Das sind die 2 Punkte, die ich immer als Grundsätze in den Kursen, in den Retreats vermittle. Diese Dauerhaftigkeit und die Eigenverantwortung, die ich ja auch gerade schon vorhin angesprochen habe in dem Video. Damit kommst du langfristig in einen perfekten, optimalen Gesundheitszustand und kannst alle chronischen Krankheiten wieder zurückschrauben. Und es ist ein Prozess, der wirklich über Jahre geht. Ich mache dazu auch nochmal ein extra Video mit dem Stufenprozess. Ich hatte schon ein anderes Video gemacht, wo die 12 Stufen beschrieben sind. Ich habe es eben in 12 Reinigungsstufen untergliedert, von Industrienahrung, Allesesser über vegan, vegetarisch, vollwertig, Rohkost, Monoesser bis hin zu Paradieskost. Diese Reinigungsstufen, ich habe es in 12 untergliedert, das kann man unterteilen, wie man möchte. Das sind feine Nuancen und dann kommt es auch nicht nur auf die Art, wie man sich ernährt, drauf an, sondern auch wie viel und in welchen Verhältnissen natürlich. Aber das ist eben diese grobe Richtlinie. Und wenn man das in 12 Stufen unterteilt und dann sagt, hey, 3 bis 6 Monate, je nach Gesundheitszustand pro Stufe,
3 bis 6 Jahre dementsprechend, hast du dann wirklich eine dauerhafte Reinigung und kannst da vorangehen. Und dafür habe ich dann auch die Rezepte zur Umstellung gemacht in den E-Books, dass man da das nicht zu schnell macht, sondern wirklich weiter den Weg geht. Viele springen dann am Anfang, wie gesagt, mit diesen schnellen Fasten rein. Und wenn der Wille nicht da ist, ich denke, wenn der Wille da ist, wenn die Klarheit, die Stabilität, der Fokus da ist und erkannt ist, wie wichtig Gesundheit ist, wie wichtig das ist, den Körper in einen guten Zustand zu bekommen, um klar zu denken, um eine klare Sicht auf die Dinge zu entwickeln, dann kann man das machen, aber nicht für die Masse. Und wenn nicht, gebe ich das lieber individuell den Leuten, wo ich merke, hey, da kann man schneller vorangehen, andere effektivere Methoden an die Hand und schaue dann auch individuell, wie weit man da gehen kann. Und dann ist es eben in der Eigenverantwortung von jedem selber, das zu machen, wenn er da extremer reingehen möchte. Aber dementsprechend können da heftige Emotionen hochkommen, heftige psychische alte Sachen, die verdrängt wurden. Alle Sachen, an die man sich nicht erinnert. Die sind verdrängt, die hat man noch nicht verarbeitet. Da war man gar nicht in der Lage zu psychisch. Sonst könnte man sich noch daran erinnern. Glaubt mir, bei mir sind so viel. Ihr sollt mir nicht glauben. Das sei mal dahingestellt. Ich erzähle das jetzt einfach so. Wie gesagt, ich bin ja öfter schon drauf eingegangen. Erst wenn du sagst, du weißt es nicht, und dann entsteht die Möglichkeit, dass das stimmen kann, was ich hier sage. Sag nicht, das stimmt alles, was ich hier sage, aber mach auch nicht den Fehler und sag, es stimmt nicht. Mach einfach keine Annahme. Und sag, okay, du weißt es nicht, aha, das ist eine Möglichkeit und dann kannst du ausprobieren und dann entsteht erst die Möglichkeit, dass du es erfahren kannst. Ich erzähle jetzt einfach mal so salopp dahingestellt, das kannst du nicht nachvollziehen, ich sage das jetzt einfach so. Du kannst nicht wissen, ob es stimmt. Es ist einfach so eine Aussage. Ich sehe es, wie gesagt, als Möglichkeit. Ich erinnere mich mittlerweile an Sachen aus meiner Kindheit. Das reicht hin bis zu Ausschnitten von der Geburt, Kindergarten, Jugendzeit, egal was. An Dinge, die ich mich früher nie erinnern konnte. Diese Erinnerungen wurden viel klarer, auch in Prozessen, wo dann wieder was hochkommt, merke ich viel klarer die Erinnerungen, weil ich jetzt bereit dazu bin, das offen anzuschauen. Früher als Kind konnte ich gewisse Sachen nicht anschauen. Da kamen schon viele Emotionen hoch und dementsprechend kamen auch viele Erinnerungen hoch. Und sowas ist auch, was hochkommt und dann merkst du, in was für einem Gesundheitszustand du bist. Es wird immer klarer. Du kommst an ganz anderes Verständnis, eine ganz andere Klarheit. So, das war jetzt, denke ich, sehr ausführlich und ich bin gespannt. Ach nee, stopp, stopp. Einen Punkt möchte ich noch sagen. Es war auch jemand, mit dem ich schon seit Jahren jetzt geschrieben hatte, war auch da, hatte ein 21-tägiges Wasserfasten dort gemacht, hat auch sehr schöne Erfahrungen gemacht. Dabei ist auch sehr viel passiert. War dann auch einen Monat da. Mit ihm hatte ich immer wieder geschrieben, auch sehr freundschaftliche Beziehung auch. Und ganz liebe Grüße, wenn du zuschaust. Er hat eben auch die Erfahrung gemacht. Es ist sehr schön da in Costa Rica. Schöne Zimmer, absolut top gepflegt. Und die Begleitung von ihm und die Erfahrung, auch was er da teilt in den täglichen Lektionen, in den täglichen Sessions dort, ist unglaublich interessant. Er hat unglaublich weitreichenden Erfahrungsschatz. Und dementsprechend, ich finde es auch mal interessant, ihn zu besuchen. Vielleicht ergibt sich es irgendwann mal. Dann kann man da auch mal ein Video zusammen machen, dann auf Englisch vermutlich. Aber das wäre eine schöne Möglichkeit. Und ja, er hatte auch super Erfahrungen da. 21 Tage, dann die Aufbautage noch, 7 Tage. Und neulich hatte mir eben auch jemand kommentiert unter das Video, kein YouTube mehr. Ich verlinke es mal in der Infobox, wenn ich dran denke. Und Norman hieß er, glaube ich. Und er hatte auch ein Video auf dem Kanal von Lauren Lockman gemacht, nachdem er auch 21 Tage jetzt da war, der auch sein Wasserfasten gemacht hat,
Bei ihm ging es hauptsächlich um die Haut auch und die hat sich auch sehr aufgeklärt. Es sind einfach unglaubliche Erfahrungen, die man da machen kann. Man wird sehen, wie es funktioniert, wenn man da offen ist und wenn man es macht. Also das noch als kleiner Einschub am Ende von den Erfahrungen, die ich so mitbekommen habe, weil mich auch jemand gefragt hatte, der auch nach einem Fasten gesucht hatte noch, wo ich gerade zu der Zeit auch kein Retreat angeboten hatte und einen Urlaub machen wollte zu einem bestimmten Zeitpunkt. Und hatte ich ihm auch das davon erzählt, eben von dem Fastencenter von Lauren Lockman. Und er hat aber dann gesehen, ah, da war so viel Kritik und hat es dann doch nicht gemacht. Aber das ist eben, ich habe mir dann auch mal diese Kritikvideos, manche von ihm angeschaut, habe da mal reingeschaut und habe eben gesehen, da sind Leute wirklich, die kommen von der Ernährung, die haben nicht verstanden, um was es da geht, sind psychisch, emotional, haben das ja einfach in einem schlechten Zustand, haben das nicht richtig erfasst, haben nicht die Stabilität, Klarheit, um was es da eigentlich geht und vor allem eben nicht die Erfahrung. Und dementsprechend schieben sie da gewisse Entgiftungssymptome und eine gewisse falsche Anwendung von ihnen selber, eine Fehlinterpretation ja auf ihn ab. Und wie gesagt, es ist jeder auch immer in der Eigenverantwortung. Und dieses Maß, was da hochkommt, wie viel eingelagert wurde im Körper, ist den wenigsten bewusst. Und das sieht man auch erst, wenn man mal anfängt, den Körper zu reinigen, oder Iris-Diagnose ist da auch eine super Möglichkeit, arbeitet auch Dr. Robert Morse dazu. Ich habe auch ein Video zur Iris-Diagnose gemacht. Oder Emma von Raw Nourishment hat ein Video gemacht über Iris-Diagnose. Auch super schön, schaut da auch rein. Da kann man einen klaren Blick erkennen im Auge, inwieweit sind da Schädigungen im Körper da. Die sind bei jedem da, beziehungsweise wie hoch das Ausmaß ist. Heutzutage sind die bei jedem da, außer du bist irgendwo im Dschungel geboren, aber dann schaust du dir solche Videos hier auch nicht an. Genau. Und das war es eigentlich, so viel meine Meinung. Postet gerne unter das Video eure Meinung. Und postet auch, wenn ihr schon mal da wart, postet eure Erfahrungen unter das Video. Und somit kann jeder daran teilhaben. Es wäre eine Bereicherung für jeden. Wenn du auch noch andere Tipps hast, wie gesagt, alles unten drunter, alles drunter in die Kommentare, sodass wir uns hier gegenseitig unterstützen können, weitermachen können, jeder die Methoden langsam Schritt für Schritt anwenden kann und in einen besseren Gesundheitszustand kommen können, mehr Klarheit, Stabilität, psychisch und emotional erlangen können. Und zum Schluss noch einen kleinen Einschub. Wie gesagt, ich hatte es ja schon erwähnt, weil es jetzt gerade ganz aktuell ist. Bis Sonntag ist noch die Anmeldung zum nächsten Detox-Fasten-Retreat, zum Herbst-Retreat. Und dort werden wir eben auch wieder 3 Tage fasten. Werde da auch wieder individuell schauen, ob Wasserfasten, Saft, was für Säfte und wie man da voranschreitet. Und das Ganze findet eben von 24. November bis 1. Dezember statt. Und die ersten 5 Plätze sind vergünstigt, nur 490 Euro jetzt für 8 Tage und dementsprechend eben reduziertes Programm, aber trotzdem ausreichend. Jeden Tag setzen wir uns da zusammen und schauen, wie wir da weitergehen. Ich erkläre euch, was passiert. Und genau, die zweiten 5 Plätze kosten dann 540 Euro und es ist eben nur, sobald jetzt die 10 Plätze weg sind, ist fertig, eben begrenzt auf 10 Plätze und spätestens am Sonntag ist die Anmeldung vorbei. Also genau, beeilt euch da mit der Eintragung, ist ihr auch nicht mehr lang hin. Und dementsprechend war es das eigentlich. Soweit nur noch kleiner abschließender Einschub und ansonsten wünsche ich dir alles Gute auf deinem Weg, gutes Gelingen und ganz viel Kraft und genieße das Leben. Ansonsten mach's gut. Ciao.